Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf Holz und Map. Wir ja im Holz und Map, Grimmy. Ja, ich muss mir ein Gespann mieten. Geht gar nichts. Ich komme nicht da mal einen Berg hoch, ne? Weil er nicht schalten will. Ich habe keine Chance, Leute. Also, er zieht sich mal einen Berg hoch, unser Waldra. Ich habe den Tiefenlocker direkt verkauft. Ich habe jetzt so ein Gespann gemietet. Wir müssen da einmal pflügen und dann ist gut gewesen, ne? Ja, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich immer noch nicht. Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Wenn du nicht pflügen kannst, was willst du machen? Da klappt dich mal aus, ja. Wir fangen da unten, glaube ich, an, ne? Er dreht sich natürlich genau in die falsche Richtung. Hier sehen, dass wir hier. Oh nee, wir müssen eh unten anfangen. Schickranze. Hier haben wir. Oh, da sind hier überall Spitzen. Heilige Elefantenkuh. Dann müssen wir erst hier mal einmal so ein bisschen dran lang zirkulieren. Rückwärts. Schickranze. Ja, auch richtig tüfte, oder? Schikra. So, jetzt geht's natürlich nicht weit zurück, wo dann sagte, das Feld gehört dir nicht. So, bist du bald. Wenn ich so nur einmal oder so, dann könnte die Ecke raus sein. Hier ist ein Schicker. Dann läuft der schon wieder richtig Premium hier. Oh, die fliegt auch total kacke, ne? Weil ich genau an der falschen Stelle angefangen habe. Ist egal, vielleicht kriegen wir es hin. Oh, der Flug am Zappeln ist. Weißt du, warum wir jetzt ein Bild? Ne? Druck! Ich freue mich, ey, alles selber flügen. Geh schon Affen. Ich bin genervt. Passt so gerade so, ne? Das ist auch gerade so nett. So, müsste das passen, ne? So. Da am Rand vorne, dann geht das. Ja, ja, ja. Gut. Gut, 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 Knut. Ich scheint genau an der falschen Seite angefangen, ne? Ich hätte nämlich da anfangen, deshalb fliegen wir auch gleich weiter. Aber wir haben den Vorteil, die ist tiefengelockert. Ich habe mit GPS, ich krieg's nicht eingestellt. Ne? Ich ums Verrenken nicht. Ich kann machen, was ich will, ich krieg's nicht eingestellt. Irgendwie nimmt er die Tasten her. Ne? Ich habe keinen Plan, woran das liegt. Boah, jedenfalls ist das nicht so lustig. Ne? Weil ich GPS einstellen wollte, auch wegen Drillen, aber dann muss man da so durch. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal flügen. Schikram, ey. Nervt mich schon wieder, weißt du? Links hast du alles richtig und Tutti? Nee, nix ist. Komm den Weg, kam ich ums Verrecken mit dem Waldrauch. Konnte ich mich drehen und wenden, wie ich wollte. Keine Chance. Ich habe auch einen scheiß Flug mir gemietet, ne? Aber der ist es jetzt. Hier fliegen wir jetzt mit. Wird so wo gehen, ne? Wenn wir den Gang machen, ne?
Ist jetzt wie sie ist, ne? Das wird's mal. Schickram ist er. Ich hab gedacht, wir können jetzt schön Drillerchen in 1 machen. Nee, ist nicht. Das kannst du mir knicken. Überall schön vorgewinnen hier in den 10 Kilometer. Da läuft. Eigentlich hasse ich diesen Flugröber. Wir hätten eine einigermaßen Breite, dann kriegst du auch mal was geschafft. Da kommt es ja jetzt auch so ein bisschen drauf an, ne? Wir sollen was schaffen. Können nicht hier nur rumdümpeln. Ist ja gar nichts, ne? Wir können ja nicht nur rumdümpeln und gar nichts machen. Nee, das ging nicht. Dann muss ich auch laufen. Ganz einfach. Denn wir wollen ja auch schließlich noch Weizen drillen, ne? Nee, nee, ist mir nicht. Nee. Dann hat man alles so eine gute Idee, wa? Mit dem tiefen Locker wäre das so gut gegangen, aber jetzt mit dem Flug ist das auch nicht schön. Warum machst du eigentlich kein Allradan? Wollte ich sagen. Mach doch mal Allradan. Guck mal, können wir auch mit kaum Horst schneller fliegen. So, fertig die Chance. Ich schalte da einfach viel zu viel. Aber es geht. Hauptsache es wird geflügt. Für die Zukunft wissen wir dann Bescheid, ne? Nicht mit diesem nicht mit diesem Tiefenlocker oder der Kombi. Ich hätte auch den Tiefenlocker behalten können, ne? Aber das Gespann hat mir auch schon der richtig Kohle gekostet. 30.000 Glocken, ne? Ich hätte auch mit diesem das eben machen können, ne? Dann wäre das ein Abwasch gewesen. Ah, Svenny, du bist so ein Held von Applefeld, ne? Hast du gar nicht drüber nachgedacht, ne? Wäre ja viel einfacher gewesen. Egal. Irgendwas ist ja immer, ne? Was willst du machen? Nix. Kannst ja auch nichts gegen machen. Muss jetzt gucken zu und dann durch. Und ab vor. Wie sagt man so schön, ne? So, guck mal, das haben wir. Oh Mann, ey. Ich flüche mir auch einen Stiefel zurecht. 35.000 Spitzen drinne. Oh, nicht gut. Und Flitzebogen schon drinne, ne? Siehst du da? Ey, das kann's nicht sein. Der räuchert ganz gut, ne? Händler hat gesagt, der läuft gut, aber der räuchert nicht schlecht. Müssen wir uns nichts vormachen. Aber der an Räuchern ist es nicht normal. Das ist nicht normal. So, das haben wir. Ach, ich nehm's gleich, ne?
kriegen wir hin. Dann mache ich mir auch gar keinen Stress. Dann machen wir jetzt easy peasy Chili Vanille fertig und dann ist er ganz in Ruhe. Oder? Mir sicher. Was willst du sonst machen? Wir haben da 10 Kilometer, aber das ist nicht schlimm, da ist ja eh eine Kante. Deswegen können wir ruhig Flitzebogen fliegen. Das ist Müll so. Passt aber, ne? Schon eine nette Arbeitsbeute, du. Kannst du nichts gegen sagen. Wenn du den Flug hast, hast du gewonnen, aber auf Radfahren finde ich nicht so schön, ne? War doch noch ziemlich mal lässig. Das Schlimme wird mir in die Ecken reindrücken. Da kriegst du richtig Probleme. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wichtig ist, dass die Schose geflüht ist. Ganz kurz hat alle Kohle von der Trache und so. Und das wollen wir nicht. Ach, was war das eben? Alt-F? Alt-F war weiter vorher sagen, ne? Ah. Mach mal Licht wieder aus hier. Das habe ich mir gemerkt, aber mein GPS konnte ich nicht einstellen, ne? Was eine Rotze. Fand ich nicht so lustig. Guck mal. Flitzebogen, aber läuft. Aber liebe Leute, ich werde mal noch ein bisschen weiter fliegen. Ne? Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.